Momentan steht der FC Basel mitten in den Vorbereitungen auf den zweiten Teil dieser Saison. In einer Woche geht es los im Klassiker gegen den FC Zürich und eine Woche später geht es auch schon gegen IB. Also es geht Schlag auf Schlag weiter für den FC Basel. Über die beiden bevorstehenden Spiele und über die Vorbereitung reden wir heute im ersten FCB Total von diesem Jahr. Und das machen wir zusammen mit dem BZ-Sportjournalist Christoph Kieslich. Schön, bist du da. Salut zusammen. Und zum anderen mit unserem Experten Massimo Ceccaroni. Auch schön, bist du wieder mit dabei. Hallo Janik. Ich habe es angetönt. In einer Woche geht es los gegen den FC Zürich. Bisher hat der FC Basel 3 Testspiele absolviert, aber leider keins davon können gewinnen. Die Resultate in den Testspielen sind nicht das Wichtigste und trotzdem bringen sie ein gutes Gefühl für den, wenn es zählt. Ausgerechnet beim Unentschieden gegen das grosse Bayern München zeigt der FCB die beste Leistung, obwohl das erste Spiel nach der Ferien war. Aber die Niederlage wenige Tage später gegen das unterklassige Aarau zeigt ein bekanntes Problem auf. Gegen kleinere Mannschaften haben die Spieler Mühe, die gleiche Einstellung, Bereitschaft und Disziplin an den Tag zu legen. Die Mannschaft muss nur wissen etwas, was wir haben gesehen von den ersten Tagen, wenn wir kommen. Kämpfen, Willen, Lust zu gehen, zusammen zu zusammenarbeiten und kämpfen. Wenn diese Mannschaft macht das, wir sind eine gute Mannschaft. Ich weiß nicht für welches Niveau, für welchen Platz. Wir gehen auf dem Feld mit Energie und Kämpfen und Zusammenarbeit, wir können gewinnen, 100%. Wenn wir machen nicht, keine Chance. Seit der Wattländer den Trainerposten übernommen hat, wiederholt er immer wieder das Gleiche. Und seine Worte scheinen jetzt zu nutzen. Nur so ist es zu erklären, dass der FCB gegen Ende vom letzten Jahr doch noch gepunktet hat und so nicht ganz abgeschlagen ist. Das hat auch die sportliche Leitung erkannt, wie der David Degen nach dem letzten Meisterschaftsspiel in Luzern erzählt hat. Dort hat er dann auch angesprochen, was dann in der Winterpause alles laufen wird. Wir stellen alles auf den Prüfstand, wenn man heute gesehen hat. Wir haben, glaube ich, noch mal 10 oder 11 Verletzte. Das ist auch etwas, wo man sich die Frage stellen muss, machen wir irgendetwas falsch? Das darf nicht sein und kann nicht sein. Und, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt gerade ein Zufall ist. Darum, auch das ist ein Thema, das man muss analysieren muss. Und dann natürlich, eben, wie ich gesagt habe, kein Stein auf dem anderen lassen, weil wir haben Fehler gemacht und die müssen wir jetzt korrigieren. Kein Stein auf dem anderen lassen sieht vor allem in Sachen Transfers nicht so aus. Erst 2 neue Spieler hat der FCB verpflichtet, etwas, was sicher auch auf den Wunsch von Fabio Celestini zurückzuführen ist. Jetzt ist 13 Jahre ich trainiere und jedes Mal habe ich zu viel gewechselt im Winter oder auch im Juni war es immer sehr schwierig nachher. Du brauchst 1 oder 2 Monate zu alles wechseln in die Garderobe, die Dynamik, alles. Und für das ich habe auch gesagt zu dem Verein, ja, wir können 1, 2, 3 Sache machen, aber mit Qualität. Sie müssen bereit sein, direkt. Es könnte also durchaus noch etwas gehen, denn das Transferfenster in der Schweiz hat noch bis am 15. Februar offen. Die Lehre aus dem letzten Sommer sollte aber gezogen sein, sodass es nicht wieder zu einigen Neuzugängen kommen sollte, während dann die Meisterschaft schon am Laufen ist. Ja, Christoph, du hast den FCB eng verfolgt in den letzten Tagen. Bist auch in den Testspielen dabei gewesen. Kann man hier nach diesen Testspielen schon eine Standortbestimmung angeben, wo der FCB steht? Ja, er hat gegen Bayern München eine sehr achtbare Leistung abgeliefert. Das war wahrscheinlich das einfachste Spiel in der Vorbereitungsreihe. Aarau, kleiner Rückschlag, aber ich glaube, man kann es wirklich unter Testspiel und Aussagekraft für das Ergebnis sind relativ. Ich habe jetzt gestern gegen Kräuter Fürth ein sehr intensives Testspiel erlebt. 2-2 gegen eine Mannschaft, die knapp hinter den Aufstiegsplätzen liegt, zur ersten Bundesliga. Ich glaube, dass das ein sehr wertvolle Match war, was Rhythmus aufnehmen anbelangt. Ist zum Teil wirklich zur Sache gegangen. Und zumindest was das anbelangt, Mentalität, was der Trainer ja sehr oft anspricht, würde ich jetzt mal sagen, ist die Mannschaft parat für Sonntag und den letzten Grund. Du sagst parat, ne? Er hat gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, Schlüsse daraus zu ziehen aus so Testspielen. Du warst ja selber Spieler gewesen. Wie war das damals gesehen? Das ist so. Die Resultate sagen nicht immer die ganze Worte.
Ich denke, dass so Testspiele wie gegen den FC Bayern München gute Testspiele sind für den FCB, auch für Selbstvertrauen. Der Christoph hat gesagt, es ist auch ein einfaches Spiel. Gegen Bayern München ist es nicht einfach zum Spielen. Aber es ist natürlich von der Wahrnehmung her, für die ganze Mannschaft, ist es einfacher. Man tut sich eher gegen den Ball einstellen, man muss defensiv gut stehen. Das Stadion ist voll, die Spieler sind motiviert, der Trainer hat sicher eine gute Ausrichtung. Und das hat mich sehr wichtig gespielt. Und dass der FC bemerkt, sie müssen nicht immer Initiativen ergreifen, sie können auch mal ein bisschen abwarten, sie stehen defensiv gut, sie haben keine Chancen zugelassen. Und das war sicher ein wichtiges Spiel gewesen. Die anderen beiden Spiele kann ich weniger gut beurteilen. Aber man merkt, dass der Fabio Celestini von seiner Mannschaft etwas verlangt. Und das finde ich ganz entscheidend. Zusammen arbeiten, zusammen kämpfen. Das ist ganz eine klare Message an die Mannschaft und an den Club. Das ist eigentlich etwas, was er von Anfang an gesagt hat, der Fabio Celestini. Kämpfen, Mentalität zeigen, ist etwas, was man eigentlich in jedem Interview gehört. Ja, ich meine, er hat die Mannschaft am Tiefpunkt übernommen. Spielerische Höhenflüge haben wir bis dahin nicht erlebt. Und jetzt ist das so ein Prozess, wo so in kleinen Schritt vorwärts geht. Mit durchaus auch Element, wo Hoffnung machen aus FCB-Perspektive. Ich sehe zum Beispiel, dass er jetzt ein ganze Strauß von jungen Spielern auf dem Trainingsplatz hat, wo ich sagen würde, das ist auch Teil von der Zukunft vom FCB. Und jetzt dort eine gute Mischung ankriegen. Und das Allerwichtigste wird sie, das führt er ja auch immer wieder im Mund, Stabilität ankriegen. Und Ergebnis vor der Winterpause eine positive Tendenz gehabt. Und das gilt es jetzt zu beweisen, nochmal zu unterstreichen, wenn es wieder losgeht. Du hast gerade auch etwas Wichtiges angesprochen. Der Fabio Celestini setzt immer wieder ein bisschen die Jungen ein. Allem voran der Leon Aftelau. Jetzt auch wieder gestern überzeugt mit 2 Goals. Also das ist wirklich einer, den man, glaub, in der Rückrunde öfters auch von Anfang an kann erwarten kann. Kann man durchaus vorstellen. Kommt noch dazu, dass ja der Thauland Xhaka gesperrt ist. Und der Fabio Celestini dort einen Spieler muss finden, der ihm eine gewisse Sicherheit gibt. Dass er gerade so einen jungen Spieler aussucht, zeigt mir doch, dass Leon Aftelau sehr viel Potenzial mitbringt, sonst würde er ihm das Vertrauen nicht geben. Der Leon ist sehr disziplinierter Spieler. Jetzt schießt er sogar noch Goal, übernimmt Verantwortung in seinem jungen Alter. Er war nicht ein spektakulärer Spieler gewesen, das war auch nicht das Junior gewesen. Aber er hat einen guten Zugriff. Wenn man die Testspiele anschaut, er ist jemand, der immer in der Nähe vom Ball ist. Er will das Spiel spüren, er will das Spiel leiten. Und das mit 19, das zeigt doch, dass er eine gewisse Gabe hat. Ich finde es toll, dass der Fabio Celestini auf ihn setzen tut. Und ich hoffe, dass er auf weitere Junge setzt, die den Willen haben, die natürlich auch eine gewisse Voraussetzung mitbringen, eine gewisse Qualität auf der Position haben. Und wenn er die dort einsetzt, ist es natürlich auch gut für den Konkurrenzkampf. Also, der Tauli sieht, dass der Leon ein guter Fußballer ist. Und dann haben wir gerade den Tauli momentan noch gesperrt. Wenn er zurückkommt, der Tauli, spielt der Leon dann auch noch so viel wie jetzt? Eines Tages wird es die Wachablöse geben. Der Tag rückt näher. Ich kann das nur unterstreichen, was der Massimo sagt. Ich sehe in dem Spieler auch großes Potenzial. Er hat gestern gegen Kräuter Fürth, gegen die Spitzenmannschaft aus der zweiten Bundesliga, meiner Meinung nach hervorragend gespielt, sehr dominant gesehen, nicht nur wegen den 2 Goal, viele Zweikämpfe gewonnen. Er antizipiert gut, schläuferisch stark, er hat guten Zugriff im Zweikampf. Also ich finde, das ist ein Spieler, der richtig Freude macht. Und Thauland Xhaka in allen Ehren, aber die biologische Uhr läuft. Trotz langem Vertrag beim FCB, aber irgendwann werden die Jungen die Alten verdrängen. War gerade ein super Zeitpunkt mit dem Teil, der etwas älter ist, erfahren. Und der Leon Aftelau, der dann nachrutscht. Ich denke, der Leon kann schon noch sehr viel lernen vom Teil. Also was den Einsatz angeht, was die Verbissenheit angeht. Was der Teil auch sehr gut macht, der hat einen sehr guten stehenden Ball.
Dort hat Leo sicher noch Steigerungspotenzial. Ich denke, dass die älteren Spieler beim FC Basel, so ein Thauland Schack und der Fabian Frey, unglaublich viel geleistet haben für den Club und hervorragende Fußballer gewesen sind, der Fabian Frey, alle Rekorde brechen dort, dass sie langsam in eine andere Rolle hineinkommen. Weil ich denke schon, man merkt langsam, es muss eine Wachablösung kommen. Zwar nicht, wie sie nicht wollen, sondern wie sie nicht können. Weil das Alter, das ist einfach fortgeschritten und der Fußball wird immer schneller, immer dynamischer. Und dann muss man ein bisschen auch, dort muss man antizipieren. Dann finde ich das gut, wenn der Tauli als Backup da ist. Dann soll die Saison noch mal Gas geben, Leo soll von ihm lernen. Und sie sollen sich möglichst gut ergänzen. Dann haben wir auch noch Fabian Frede, über den reden wir nachher später noch. Kommen wir noch schnell auf Zugang. Da hat es erst zwei gegeben, unter anderem der Kololi, der die Liga kennt, kommt aus Japan. Was sagst du zu diesem Transfer? Ja, ich war ein klein wenig überrascht, weil den hat ja niemand mehr auf dem Radar gehabt. Das ist ein Spieler, der hat, als er in der Super League gespielt hat, zeigt, was er kann. Ich kann mich an fantastische Freistoßgoal erinnern, die er gegen den FCB erzielt hat. Ich weiß nicht genau, in welchem Rhythmus man ist, wenn man ein Jahr lang in der zweiten japanischen Liga quasi nicht gespielt hat. Ich würde mal sagen, Wunderdinge sollte man nicht erwarten von ihm. Aber er kennt die Liga, er kennt das Land, er hat, braucht keine Zeit, sich zu assimilieren. Er hat jetzt auch gestern im Match, finde ich, eine gute Rolle gespielt, rechts im Couloir, im 4-4-2. Das hat gut ausgesehen, schön beteiligt gewesen am 2-0 in der Vorbereitung. Aber wie gesagt, keine Wunder erwarten. Er hat eben gesagt, die japanische Liga, da weiß ich nicht genau, wie das Niveau ist. Aber Angewöhnungszeit braucht er nicht. Und zum Zweiten, er ist sehr polyvalent einsetzbar. Das ist richtig. Er ist ein Offensivspieler, der links, rechts spielen kann, auch mal hängende Spitzen spielen. Ich habe noch in Erinnerung, dass er auch ballsicher ist. Er ist gut mit dem Ball am Fuß, ist ein kräftiger Spieler, hat eine physische Präsenz. Das mit dem Rhythmus, da mache ich mir auch ein bisschen Gedanken. Er hat relativ wenig gespielt, wenn du in diesem Alter bist und den Wettkampfdruck nicht hast oder die Wettkampfregelmäßigkeit nicht hast, dann fehlt ein bisschen etwas. Aber er ist sicher eine Alternative für den Celestini. Und ich denke, wenn er die richtige Einstellung hat, kann er dieser Mannschaft schon noch etwas geben. Er ist auch einer, der Goal schiessen kann. Beim FC Zürich war er vor allem sehr guter Vorbereiter gewesen. Und ich hoffe, dass er die Rolle beim FCB übernehmen kann. Dann zum anderen ist der Vujo aus Genf gekommen. Der auch sicher eine spannende Personalie, hat aber nicht oft gespielt bei Genf. Ja, doch, ich finde, für sein Alter hat er fast. Nein, er hat über 100, ich glaube 101 Pflichtspiel für Servette absolviert. Das finde ich nicht wenig. Er hat jetzt im letzten halben Jahr ein wenig weniger gespielt. Aber ich würde mal sagen, da hat man eine ganz solide Lösung für diverse Defensivpositionen. Und das ist Thema Verteidigung. Und dort ein grosses Thema ist natürlich der Michi Lang. Da könnt jeden Tag könnte man lesen, er geht. Aber bis jetzt ist er noch beim FCB. Wie siehst du das? Wie geht es weiter mit Michi? Ich sehe auch nicht in die Kugeln rein, in die Kristallkugeln. Ein Fakt ist, dass der Michi Lang ein sehr verdienstvoller Spieler ist. Und wenn er auf dem Platz ist, ist er eine Persönlichkeit. Er strahlt etwas aus. Mir fehlt ein bisschen so der defensive Wille, unbedingt kein Goal zu bekommen. Er hat so die Ausrichtung, nach vorne zu gehen. Und er ist ja offensiv stark. Jetzt fehlt ihm vielleicht so der letzte Glanz, den er vorher hatte. Die Schnelligkeit hat er auch nicht mehr. Und trotzdem würde ich ihn nicht abschreiben. Wenn auf der rechten Seite jemand fehlt und der von Anfang an spielt und der Celestini ihm eine Aufgabe mitgibt, glaube ich schon, dass er sehr pflichtbewusst ist und das probiert umzusetzen. Ich fände es gut, wenn er da wird bleiben bis Ende Saison. Du würdest ihn nicht abschreiben, du würdest es gut finden. Wie siehst du aus? Du siehst ihn jetzt tagtäglich in der Vorbereitung. Ja, also mein, für ihn ist wahrscheinlich das Wort Musterprofi mal geformt worden. Ich sehe ihn nach wie vor in der Mannschaft. Es gibt natürlich eine große Konkurrenz auf seiner Position. Und das müssen wir mal abwarten. Ich meine, das mit GC ist jetzt lang genug schon in der Diskussion.
Warten wir mal ab, ob sich dort noch etwas verändert. Man hört ja, dass der Club verkauft werden soll. Vielleicht werden dann noch bis zum Schluss vom Transferfenster Mitte Februar Kader noch mal völlig neu gemischt dort. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Ich meine, wir sind im Profifußball. Da kann es von einem Tag auf den anderen Veränderungen geben. Aber ich sehe den Michi Lang nach wie vor als wichtiges, erfahrenes Element. Ich glaube, der Trainer sieht das auch so. Er muss sich damit abfinden, dass für ihn gilt genau das Gleiche wie für den Tauli, dass die Einsatzzeit sich nicht mehr steigern wird, sondern er eher in einer anderen Rolle sich sehen wird. Aber ich sehe ihn im Augenblick noch beim FCB. Also das werden die nächsten Wochen zeigen, wie es mit Michi Lang weitergeht. Und dann ist ja, kommt ja dann auch der Sommer schneller, als man denkt. Und da gibt es doch auch einige spannende Personalien, die auslaufen im Sommer. Unter anderem die von Fabio Celestini ist noch nicht geklärt. Und der David Tage hat im letzten Spiel vom letzten Jahr gegen Luzern Folgendes dazu gesagt. Für uns ist klar, der Fabio hat dann, wir haben einen 1,5-Jahres-Vertrag angelegt. Er hat gesagt, hey, look, ich will anfangen trainieren. Mit wem nicht gross diskutieren. Wir werden es sehen, wenn wir mit ihm reden werden, ob jetzt im Winter oder im frühen Frühling, das werden wir sehen. Aber es ist klar, ich glaube, der Fabio hat das nicht angefangen, um wieder schnell zu gehen. Und wir haben nicht das angefangen mit dem Fabio, um wieder schnell irgendwo eine andere Lösung zu finden. Das muss wachsen. Ich glaube, wir haben gesehen, dass etwas gewachsen ist. Wir werden es sehen, wenn wir verlängern. Für mich ist es wichtig, und das sage ich unbewusst, wir werden nicht Trainer entlassen. Ich bin der Letzte, der eine Trainerentlassung will. Weil ich will Kontinuität, ich will Konstanz im Ganzen. Aber wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir müssen liefern. Und wenn ich geliefert werde, muss irgendjemand eine Entscheidung treffen und den Kopf anheben. Ja, Jack, es ist eigentlich schon speziell, dass ein Trainer von Anfang an sagt, hey, ich will eigentlich gar keinen Jahresvertrag, sondern einfach mal bis Ende Saison. Ja, das zeigt, dass er von sich überzeugt ist. Das zeigt aber auch, dass der FCB immer noch eine sehr gute Adresse ist für jeden. Schweizer Trainer ist natürlich eine tolle Adresse, dort dürfen die Mannschaft zu trainieren, den Club zu spüren. Ich denke, Fabio merkt auch, dass der FCB in Anführungszeichen und Schlusszeichen ein grosser Club ist. Und das muss er auch ausstrahlen, das gibt auch einem eine gewisse Verantwortung. Und er zeigt auch die Natürlichkeit, er will hierher kommen, er will etwas bewegen und er will am Präsidenten und ich denke, der technischen Kommission zeigen, ich bin der richtige Trainer für diesen Club. Auch wenn ich vielleicht nicht jedes Spiel gewinne. Aber ich habe einen Plan. Ich habe eine hohe fachliche Kompetenz. Ich habe ein gutes Team. Ich setze auf die jungen Spieler. Ich gebe dieser Mannschaft ein Gesicht. Das hat er bewiesen. Jetzt muss aber für mich die technische Kommission einmal beweisen, dass sie das einhalten, was sie sagt. Der Trainer wird das machen, da bin ich überzeugt. Ich weiss, es ist eine Leistungsgesellschaft, es ist nicht einfach, man muss entscheiden. Aber ich wäre froh, wenn jetzt die technische Kommission um David Tage ein bisschen mehr Geduld hat beim Trainer. Also wenn es jetzt so weitergeht, wie es aufgehört hätte, dann wäre es dann schon vielleicht mal an der Zeit, dass David Tage und Co. sagen, hey, Domi würde gerne verlängern. Ich sehe den Druck im Augenblick nicht und die Vertragsfrage wird sich von allein beantworten im Frühjahr. Der Vertrag wird sich quasi automatisch verlängern, wenn der Fabio Celestini erfolgreich sein wird in dem Frühjahr. Und ich sehe seinen Ansatz, den er hat mit der Mannschaft, als sehr vernünftig. Es ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Es ist auch ein sehr pragmatischer Fußball, den die Mannschaft spielt unter seiner Anleitung. Und Tabelle wird die Frage beantworten. Das wird einfach spannend. Und eine weitere spannende Personalie ist der Captain, der Fabian Frey. Der Vertrag läuft auch aus. Also wenn er jetzt so weitermacht, muss man eigentlich verlängern, oder? Bist du der anderen Meinung? Ich finde es bei ihm noch recht schwierig, ja. Das ist schwierig. Man muss mit ihm zusammensitzen. Ich denke, die Leute, die noch an ihm sind, sehen ja auch seine physische Verfassung. Irgendwann einmal längt es einfach nicht mehr auf diesem Niveau. Und das merkt er dann auch. Aber dass wir interne Gespräche stattfinden mit den Leuten, mit so einem verdienstvollen Spieler, muss man hinsitzen. Man muss entscheiden. Es kann sein, dass man ihm noch mal einen Vertrag gibt und auch vielleicht eine andere Rolle hat innerhalb der Mannschaft. Nicht mehr als Stammspieler, aber als Integrationsfigur für jüngere Spieler, für Spieler, die von auswärts kommen. Einfach noch mal eine gewisse Ruhe reinbringt, weil das zeigt er doch. Er ist ein sehr
wie soll ich sagen, intellektuellen Spieler, der ab und zu über den Tellerrand hinwegdenkt und der Spieler ab und zu hilft, den FCB richtig zu sehen. Aber und darum fände ich es gut, wenn er vielleicht noch ein Jahr beim Club bleiben würde. Man ihm aber sagt, du spielst einfach nicht immer. Wenn die Leistungen okay sind, dann soll er spielen. Aber ich habe schon jetzt das Gefühl, dass man ab und zu merkt, er stößt an seine Grenzen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ja. Yeah. Korrigiert mich, Fabian Freisi, Vertrag wird sich automatisch verlängern, wenn er eine gewisse Anzahl Spiele absolviert. Also vielleicht müsste die Frage dann gar nicht so vertieft. Okay, dann ist ja die Frage schon beantwortet. Diskutiert werden, ja. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass er selber für sich auch eine Lebensentscheidung trifft. Also will ich nochmal ein Jahr spielen. Ich nehme im Augenblick als einer von denen stabilisierenden Faktoren in der Mannschaft wahr. Ich finde, er hat sich, nachdem er jetzt in seiner Karriere viele Positionen gespielt hat, glaube ich, auch ein klein wenig abgefunden damit, dass er jetzt in der Innenverteidigung wirklich eine tragende, eine wichtige Säule ist. Und wenn du siehst, gegen Bayern München, wie er hinter das eigene Tor verteidigt und wie er dann das 1-0 vorbereitet, ja, finde ich, sieht man einfach auch Qualitäten, die der Fabian Frey hat, die dieser Mannschaft immer noch gut tun werden. Und jetzt ganz kurze Schlussfrage noch. Es geht jetzt weiter gegen den FC Zürich. Wie läuft dem Spiel entgegen? Es ist gut, dass man gerade einen starken Gegner hat. An dem kann man sich messen. Und ich bin sehr positiv gestimmt dieser Mannschaft gegenüber, mit dem Trainer an der Seitenlinie. Du gleich Meinung? Ja, auch gegen den FCZ liegt der letzte Sieg jetzt schon wieder errungen her oder zurück. Der letzte Sieg war im letzten Grund, der 4-2, Anfang letzte Saison. Ich sehe den FCZ jetzt nicht als die Übermannschaft, dass man dort nicht etwas holen könnte. Ich glaube, die größere Herkulesaufgabe wird wiederum eine Woche später sein, gegen IB daheim. In diesem Fall sind wir gespannt auf den Match. Danke euch zwei, dass ihr hier seid. Für den FCB eben am Sonntag gegen den FCZ geht es dort weiter. Und über den Match reden wir am nächsten Montag. Bis dahin eine gute Zeit und ade miteinander.